Okay, bevor wir gleich mit den Projektpräsentationen anfangen, wollen wir natürlich irgendwie noch ein paar Worte zur JugendAkt verlieren. Mein Name ist Robert Alisch, ich bin Teil des JugendAkt-Teams aus Berlin, arbeite bei Median Pfade, einem Verein für Medienbildung. Und gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation machen wir JugendAkt seit 2013. Und neben mir stehen auch noch drei unserer deutschen Mentoren, zum einen Maria, Anna und Mirko. Genau, wir wollen euch eigentlich mal ganz kurz irgendwie noch erzählen, was an diesem Wochenende eigentlich passiert ist, warum das Ganze hier eigentlich stattgefunden hat. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut ist ja das Konzept des eigentlichen Jugendhackathons, was wir sonst in Deutschland machen, ein wenig angepasst worden, nämlich auf einen Schüleraustausch. Gerade in Bezug auf diesen interkulturellen Austausch muss man da natürlich ein bisschen gucken. Das funktioniert ein bisschen anders und vor allem ein bisschen langsamer, weil natürlich die Sprache ein großes Thema ist und da auch erstmal ein paar Barrieren abgebaut werden müssen und natürlich auch die Teilnehmer ein kleines bisschen auftauen müssen, bis sie sich trauen, in der fremden Sprache wirklich zu sprechen. Genau. Und ihr drei könnt ja vielleicht ganz kurz mal erzählen, was wir die letzten Tage so gemacht haben, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was hier so passiert ist. Ja, Donnerstag ging es los bei uns. Mit ein bisschen kennenlernen und gemeinsamen Voodoo-Puppen basteln. Das sind so kleine Puppen mit einem Grußkartenmodul drin. Da kann man dann Sound aufnehmen oder eine Nachricht aufnehmen und eben abspielen und die Augen zum Leuchten bringen. Und das war so eine lustige Bastelrunde, wo die sich alle schon ein bisschen kennengelernt haben und ein bisschen aufgetaut sind und näher gekommen sind. Und dann war das auch ganz spannend und spaßig. Damit haben wir den Donnerstag Spätnachmittag und Abend gefüllt. Das war dann schon relativ viel. Und dann ging es auch erstmal ganz müde ins Bett. Alle waren super müde und platt. Und am Freitag ging es dann los mit dem, was man vom klassischen Jugendtag so ein bisschen kennt, das Brainstorming, was wir auch immer machen. Einfach ein bisschen Ideen finden, sich weiter kennenlernen, überlegen, was ist denn Schüleraustausch, was ist wichtig in der Zukunft, wie könnte man das verbessern. Und so haben die da auch losgelegt. Wir hatten dann am Ende auch ganze 11 Ideen. Von denen natürlich nicht alle umgesetzt werden konnten. Ist klar, da war auch ein bisschen was Utopisches dabei und wirklich richtige Zukunftsmusik. Aber es war ganz spannend und die Kids haben sich ein bisschen kreativ ausgetobt sozusagen. Ja, und am Freitagnachmittag ging es dann darum, welche von den Projekten werden wirklich realisiert. Und vor allen Dingen, auch diese Ideen waren größtenteils viel zu umfangreich, um sie in anderthalb Tagen einigermaßen zu einem fertigen Projekt zu bringen, das man präsentieren kann. Das heißt, es ging am Freitag vor allen Dingen viel darum, wie kann man das überhaupt mit den Skills, den Fertigkeiten, die die Kinder schon von vornherein mitbringen, überhaupt umsetzen. Es war auch sehr viel Schulung, vor allen Dingen im Bereich der Webseitenerstellung und auch der Programmierung von Mikrocontrollern und Raspberry Pi nötig. Da wurde dann schon ein bisschen angefangen am Freitag, diesen Workshop den Kids ein bisschen zu zeigen, wie es funktioniert. Und am Samstag haben wir dann daraus den ganzen Tag lang genutzt, um ein fertiges Projekt daraus zu machen, das dann am Sonntag präsentiert werden konnte. Dem kann ich eigentlich nichts mehr groß hinzufügen. Ich möchte allerdings noch was loswerden, und zwar für mich persönlich. Auch ich bin hierher gekommen mit einer gewissen Idee, mit einer Zielstellung, mit dem Glauben, dass wir in einem Land, in einer Zeit sind, in der wir eigentlich nichts mehr verbessern, verkleinern, beschleunigen können. Scheinbar ist auch hier alles irgendwie perfekt. Wir profitieren natürlich auch in Europa davon. Dem ist nicht so. Also es gibt viel zu tun, denn es kommt auf den Blickwinkel an. Das haben wir erkannt. Alles klar. Und die Projekte findet ihr da unten in der Playlist. Wir wünschen euch viel Spaß.